Dingen versprechen, dass sich alle Beteiligten wieder viel haben einfallen lassen, damit alle Plätze und Straßen der Bocholter Innenstadt vielfältig leuchten und für eine vorweihnachtliche Stimmung sorgen. Es werden nachher tausende von Lämpchen und Laternchen an Grenzen, Binden und Bäumen aufleuchten und den Besuch, aber auch den Weihnachtseinkauf in Bocholt zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Ich bin mir sehr sicher, dass wir auch in diesem Jahr wieder viele Besucher aus nah und fern begrüßen können. Ja, ich freue mich, dass alle so zahlreich erschienen sind. Oder wir freuen uns natürlich, die Stadtmarketing, die Stadt Bocholt etc. Jede Menge Leute sind gekommen, die für diese Geschichte verantwortlich sind. Ich möchte noch mal eben aufgreifen von Herrn Nebelo, dass die LED-Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr neu ist. Ich denke, wir sind die Vorreiter oder Stadt Bocholt ist die Vorreiter in dieser Beziehung. Wir freuen uns, dass das alles so gut geklappt hat. Wir wollen es ja mal sehen, ob es dann auch so leuchtet, gell, Lotger? Ja, wir bedanken uns natürlich bei allen, die wahnsinnig riesengroßen Weihnachtsbäume schon mal hierher gestellt haben. Nicht berühren. Nicht so fest. Nicht berühren. So, meine Damen und Herren, einige warme Hände sind dabei, auf diesen roten Knopf gleich zu drücken. Und ich denke mal, wir sollten das tun, was wir in den Jahren zuvor auch immer gemacht haben. Wir zählen einfach rückwärts. Ich darf Sie dazu aufrufen, einfach mitzuzählen. Ich beginne mal von hinten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Null! Ja. Bocholt euch auf, meine Damen und Herren! Und jetzt schauen Sie sich mal an, unser historisches Rathaus mit unserem Adventskalender. Und wenn Sie rechts am Rathaus vorbeischauen, können Sie auch das hier in den letzten Tagen die Weihnachtsbeleuchtung mit aufgehangen haben. Alles andere haben Herr Peter Nebelo und Christiane erwähnt. Wir dürfen Sie nun einladen, meine Damen und Herren, bleiben Sie bei uns. Es gibt ein Becher Glühspaß und herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Thank you.